ja gar nicht inszeniert, Fabian, oder? Nee. So, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen in den heiligen Lackmischhallen. Heute geht es weiter mit unserem kleinen Lackier-Einmal-Eins-Video. Das wird ein ziemlich kurzes Video. Allerdings wollten wir das Thema nicht außen vor lassen. Ich und Fabian wollen nämlich jetzt schnell einen Kotflügel lackieren. Und vorher müssen wir aber noch die entsprechende Farbe rausfinden, als auch diese Farbe mischen. Ja, und da ich ja jahrelang als Lackierer tätig war, kam immer wieder die Frage auf, wo ich dann gesagt habe, lasst das Teil gleich da, wir lackieren das heute gleich noch. Wie? Ihr habt wohl die Farbe schon da? Ja, weil viele Leute sind davon ausgegangen, dass man die Farbe erst bestellen muss irgendwo, die passende zu ihrem Fahrzeug. Aber ich sag mal, 95% aller Lackierereien haben eine eigene Lackmischbank und mischen ihre Farben sozusagen selber. Das heißt, wir haben hier ein schönes Rechnungsprogramm, wo wir unsere... Rechnung schreiben oder was? Rechnungsprogramm, habe ich gesagt. Ja. Rechnerprogramm. Rechnerprogramm. Ist ja auch verrückt. Ach, der doch, ich bin doch hier nur der. Der will doch nur Bagger fahren, Junge. Ich bin doch nicht jeder Bauchef, ich fahre doch nur einen Bagger. Wir haben ein Programm auf dem Rechner, wo wir die Farbe mitmischen können. Das heißt, wir geben da einfach unseren Farbton ein. Dann errechnet das diese ganzen Farbkomponenten, also das sind diese ganzen Mischfarben, die wir haben. Und aus diesen ganzen Mischfarben können wir sozusagen jeden Farbton jedes Fahrzeugs der ganzen Erde mischen. Ne? Also wir sind in der Lage, hier und jetzt jede Farbe, die wir wohin zu mischen, Fabian. Der Wahnsinn. Und jetzt kommen wir auch zu dir, zu unserem Kotflügel, den wir in unserem letzten Video vorbereitet haben zum Lackieren. Da muss nämlich jetzt Farbe drauf und du darfst dir jetzt quasi aus unserem Farbrepertoire einen Farbton raussuchen. Wo wir schon wieder bei Farbtonfindung sind. Das sind nämlich alles Paspeln, die alle von Hand lackiert worden sind, um halt die entsprechenden Farbtöne, die auf unserem Fahrzeug lackiert sind, zu finden. Ihr müsst das so sehen, dass Schwarz nicht gleich Schwarz ist und Rot nicht gleich Rot. Und selbst wenn der Lackcode gleich ist, gibt es sehr viele unterschiedliche Nuancen. Ich habe euch jetzt hier gerade mal zwei Brecher rausgesucht, die wirklich unschlagbar sind. Das ist einmal von Volkswagen, das Black Magic LC9Z. Black und Magic? Black Magic heißt das. Ja? Wie unser Pflegeprodukt, Fabian. So, und wie ihr jetzt sehen könnt hier, gibt es da unzählige Farbnuancen, allein nur von einer Farbe. Das ist mal ein bisschen gröber, ist ein bisschen gelber, grüner, dunkler, heller, gelber, milchiger und so weiter und so fort. Und diese Farbpaspeln helfen uns jetzt sozusagen auf dem Fahrzeug oder auf dem Bauteil, was der Kunde dann dementsprechend mitgeliefert hat, das dann da anzulegen und zu gucken, welche Variante von diesem Farbton würde denn am besten passen. Deswegen gibt es nämlich auch so viele Farbtonunterschiede bei manchen Fahrzeugen. Ne? Dann gibt der Kunde das Teil halt nicht mit oder das kommt von irgendeiner Werkstatt und die haben vergessen, ein Farbtonmuster mitzugeben. Und da geht der Lackierer meistens so vor, dass er dann einfach den Standardfarbton nimmt. Das wäre dann die Variante A. Das ist dann aufgestapelt in Buchstaben A, B, C, D, E, F, G und so weiter und so fort. Und dann kann es natürlich dazu kommen, dass der Farbton nicht passt. Und deswegen sollte man unbedingt entweder solche Farbpaspeln dazu nehmen zur Farbtonfindung oder aber es gibt auch schöne Farbtonmessgeräte, die wir jetzt leider nicht haben, weil die Teile ziemlich teuer sind. Und da wir hier meistens sowieso komplett Lackierung machen, nehmen wir immer den Standardfarbton. Das sind dann quasi Geräte, die du auf den Lack, auf die Lackoberfläche auffällst, dreimal ausliest, hängst das an deinen Rechner an, kriegst dann angezeigt, welche Farbtonvariante für dein Fahrzeug am besten geeignet ist. Haut aber auch nicht immer hundertprozentig hin, da gibt es auch leichte Schwierigkeiten teilweise. Kommt noch ein bisschen drauf an, wie alt der Lack schon ist an dem Fahrzeug, genau, wie ausgeglichen. Wie oft da die Sonne drauf geknallt hat und. Ja, jetzt hier nochmal, also das war jetzt ein Metallic-Lack und auch bei Unilacken ist das der Fall. Das ist jetzt ein Rot, das Tornado-Rot von Audi, LY3D. Und hier sieht man jetzt auch wunderbar, was das für gravierende Farbtonunterschiede sind. Wenn man jetzt mal den Farbton mit dem hier vergleicht, das ist ein und dieselbe Farbe, Freunde. Das ist schon verrückt. Ja, welche Gründe hat das? Das sind einerseits sind das Herstellungsgründe der Farbpigmente in verschiedenen Ländern teilweise und auch über die Jahre hinweg. Dann werden verschiedene Anbauteile, also wir haben jetzt zum Beispiel das Werk von Audi in Ungarn oder keine Ahnung, wo das ist. Da werden jetzt zum Beispiel die Karossen gebaut und lackiert und die Spiegelkappen kommen zum Beispiel aus Spanien. Und deswegen gibt es da von ein und derselben Farbe teilweise sehr große Unterschiede. Was ich auch immer ein Phänomen finde, wenn Kunden ihr Fahrzeug zur Lackiererei bringen, wegen eigentlich einem Heckschaden und da hat das Seitenteil und die Stoßstangen hinten lackiert, ne? Passt das Seitenteil zur Stoßstange wunderbar.
Aber erst dann guckt er sich sein Neufahrzeug genau an, wenn er das erste Mal holt, weil er denkt ja, er holt sein Auto neu ab in der Werkstatt beim Autohändler und das ist nichts damit. Aber erst dann guckt er sich das Fahrzeug genau an und merkt dann auf einmal, die Stoßstange vorne passt doch gar nicht zum Kotflügel. Was hat er denn da gemacht? Da haben wir gar nichts gemacht, das Auto ist schon so ausgeliefert worden, aber da hat der Kunde vorher halt nicht drauf geachtet. Ja, Fabian, genug geschwätzt, so viel. Man kann ja zum Vergleich, gibt es ja auch so Tageslichtlampen und sowas, ne? Wenn du so einen Teil aufhältst im Vergleich zum Kotflügel oder sowas. Genau, da gibt es noch Tageslichtlampen, die machen einmal so weißes Licht und einmal so gelbes Licht und auch in den unterschiedlichen Lichtarten siehst du dann teilweise schon die Unterschiede. Das ist natürlich auch ein Riesenunterschied. Ich habe neulich hier den Kollegen Käfer von den Kollegen von Sauerkrauts lackiert in einem, ich weiß gar nicht mehr, wie die Farbe hieß, in einem Grün. Da haben wir die Farbe ausgelesen, hat zum Beispiel nichts gepasst. Der Standardfarbton von der Farbe hat am besten gepasst. In der Sonne, auch im Schatten, wunderbar, 1:1 auf Stoß. Aber abends im Neonlicht in der Werkstatt war das absolute Vollkatastrophe. Da war das eine dunkelgrün, das andere hellgrün. Also es ist echt manchmal auch vom Licht her ein extremer Unterschied. Ja, und apropos Farbkarten, wenn man sich natürlich überhaupt nicht sicher ist, gibt es dann auch noch so Blechmusterkarten. Das heißt, wir haben jetzt hier zum Beispiel die Farbkarte XY an unser Fahrzeug dran gehalten, sind jetzt aber nicht so hundertprozentig zufrieden damit und wollen das auf Stoß lackieren, kann man sich notfalls auch nochmal ein Musterblech spritzen. Das heißt, man mischt halt die geringste Menge dieser Farbe an, so 200 Gramm, spritzt sich dann ein Musterblech und kann dann das gespritzte Musterblech schon mal ans Fahrzeug halten und kann gucken, bevor man jetzt den ganzen Kotflügel lackiert, passt die Farbe oder passt die Farbe nicht. Die Teile gibt es dann natürlich auch noch in unterschiedlichen Abstufungen, in Grautönen, weil wie gesagt, der Untergrund ja auch immer ziemlich nah dem Farbton kommen soll. Das ist zum Beispiel auch ein sehr starker Grund, warum manche Farben nicht passen, weil zum Beispiel ein Weiß einen schwarzen Füller unten drunter hat, dann ist das Weiß gleich viel dunkler im Nachgang, als wenn man das jetzt gleich auf eine weiße Farbkarte gespritzt hätte. Ja, so viel dazu. Jetzt würde ich sagen, mischen wir jetzt mal die Farbe von unserem Kotflügel an. Fabian, welche Farbe soll es denn sein? Soll ich mal die Kamera halten? Um es nochmal ein bisschen zu verschärfen, würde ich sagen, wir nehmen das Blau vom Tiguan, weil du kannst das Blau nicht leiden. Und wir können da auch mal die Farbkarte als Vergleich draufhalten, um das nochmal ein bisschen deutlich zu machen vielleicht. Vom Tiguan. Ja, das kann, müssen wir halt gucken. Beim Tiguan, das Blau kann natürlich auch sein, dass es dafür noch gar keine Farbkarten gibt. Ja, das ist ja das ganz normal Erblau. Ich weiß auch gerade nicht, wie es heißt. Dann können wir das Video noch weiter ausufern lassen. Ja, hast du den Schlüssel von deinem Fahrzeug? Dann können wir euch nämlich auch in dem Anzug gleich zeigen, wo bei manchen Fahrzeugen der Lackcode steht. Das ist auch von Fahrzeug zu Fahrzeug immer unterschiedlich und auch von Hersteller zu Hersteller sowieso. Bei den Kollegen von Volkswagen steht das meistens entweder hinten irgendwo in der Ersatzradmulde mit einem Aufkleber oder aber der Aufkleber ist auch noch auf diesem wunderschönen Teller, der hier steht. Warum auch immer der Fabian hier einen Teller mehr fährt. Meine Oma. Ja, von deiner Oma. Die hat gesagt, komm her, Junge, nimm mal das. Da hat die den Kuchen drauf gemacht, den sie uns neulich mitgebracht hat. Ah, sehr nett. Ja, weil der Fabian hier kein Serviceheft hat, warum auch immer du hier kein Serviceheft hast. Machst du keinen Service, oder? Ja, keine Ahnung. Ah, doch, das ist jetzt hier neu, hä? Betriebsanleitung und Service-Dingsbums und was ist jetzt hier in einem oder was? Oder gibt es keine Servicehefte mehr? Nee. Ja, ist ja wie eben schon erwähnt, vorne in der ersten Seite der Aufkleber. Das ist übrigens derselbe Aufkleber, der hinten im Kofferraum kleben müsste. Und da ist das oberste hier der Lackcode DNFG oder LD5, LD5K, würde ich sagen. Ja, das haben die irgendwie ein bisschen geändert. Aber ich glaube, LD5K ist es. Wir geben es einfach mal in unseren Rechner ein. Also das mit den Lackmischcodes hier, das ist manchmal ein ganz schön kompliziertes Ding. Bei Ford zum Beispiel musst du die Codes, die in den Fahrzeugen stehen, noch mit dem extra Programm extra entschlüsseln, damit du dann genau weißt, welche Farbe das jetzt wirklich ist. Also das ist manchmal wirklich sehr kompliziert. So, dann gehen wir mal hier rein. Wir haben hier das System von Spies-Hegger. Es gibt jetzt auch noch Sickens, PBG, Standox und so weiter und so fort. Und diese Teile oder diese Lacke lassen sich auch dementsprechend unterschiedlich lackieren oder anwenden. Aber da kommen wir dann in späteren Zeitpunkt nochmal dazu. So, da haben wir hier einmal Hersteller. Was fährst du? Ein Volkswagen, ne? Ja. Volkswagen, Lackcode, LD5K. LD5K. Da haben wir ihn schon. Zack, die Bohne. Jetzt wird man nämlich auch sehen, ob man da verschiedene Varianten haben oder nicht. Und wie wir sehen können, haben wir jede Menge Varianten. Einmal hier Standard, das nehmen die meisten. Dann haben wir die Variante Roder, Service Blauer, dann verschiedene Fahrzeughersteller, auch noch verschiedene Länder, Taiwan, Chinesische Republik, Vereinigte Staaten von Amerika, die Variante Blauer, Grüner und. Das heißt, wir müssten bei LD5K, bei Volkswagen, theoretisch auch eine Mischkarte haben. Gucken wir mal hier, Volkswagen, 3, 4, warte mal, LB, also müssen wir dahinter.
LD5K haben wir genau zwei unterschiedliche Farbkarten drin. Einmal haben wir die Variante A und die Variante B. Genau, Lapizblau hieß das. Lapizblau? Ja, irgendwie so. Ja, dann halt mal das mal an deinen Kfz-Fahrern. Das ist eine sehr gute Idee, du. Das deine Farbe von deiner Kiste nehmen. Ne? Zudem ist es Metallic, da kann man dann später auch nochmal ein Lackiervideo machen. Und dann. Halt jetzt dreckig, ein bisschen scheiße. Jetzt ist halt dreckig, jetzt ist halt ein bisschen blöd. Normalerweise muss man die Stelle säubern, dann aufpolieren, aber man sieht hier schon gravierend den Farbtonunterschied. Das heißt, die linke Karte ist viel zu dunkel und das ist nämlich auch die Variante B und die Variante A rechts, das ist Standard und die passt hier in dem Fall wirklich am besten. Ich weiß nicht, ob es scharf ist, ansonsten entschuldige ich mich dafür. Und das ist auch gut, dass wir hier die Standardvariante haben, weil in den späteren Lackier-1x1 Videos werden wir dann auch nochmal eine Garagenlackierung vornehmen. Das heißt, wir werden dann bei dem Lackhersteller unseres Vertrauens anrufen und werden dann die Farbe hier in einer Spraydose bestellen und werden den kompletten Kotflügel dann auch nochmal in Spraydose lackieren. Das heißt, in Spraydose grundieren, in Spraydose Basislack drauf machen und in Spraydose Klarlack drauf machen. Um wirklich mal das Ergebnis zu sehen, wie weit kann man eigentlich in der Spraydose lackieren. Und dann ist auch sehr interessant, wie die Farbtongegebenheit ist. Also ob das Standard, der Standardfarbton von unserer Mischbank auch wirklich derselbe Standard Farbton ist, wie der letztendlich aus der Spraydose rauskommt. Ja, LD5K, wie gesagt, Standardvariante ist hier das erste. Hier sieht man auch nochmal schön genutzt. Die sind quasi alle Lackierereien, die dieses System benutzen, gelistet und der Rechner errechnet sich quasi europaweit, wie viele Leute zu wie viel Prozent die Farbtöne nutzen. Also am meisten genutzt wird mit 55% der Standardfarbton. Der nächste Farbton wäre dann die Variante R, ist roter. Weiß ich gerade nicht, ob das genau. Das wäre die Variante B hier. Steht hier die Zahl drauf mit Endung 207. Das wäre jetzt die Variante B. Das ist das zweitgemischteste Farbton. Ja, wir nehmen jetzt aber Variante A. Den klicken wir uns jetzt einfach an. So, jetzt kriegen wir hier schon wunderschön unsere Mischfarben angezeigt. Einmal 387. Das ist die Grundkomponente, also das heißt, das ist quasi ein Additiv, wo die Farbe reingemischt wird. Also eine Grundmasse, will ich es mal so nennen. Ein Grundfarbträger. Dann haben wir die 346. Die haben wir hier unten. Das ist einmal einfach ein dunkles Blau und so weiter und so fort. Der nächste Step wäre dann die 365 und so weiter und so fort. Ja, und jetzt müssen wir unten unsere Menge von unserer Farbe eingeben. Also so in der Regel für so einen Kotflügel braucht man ungefähr um die 250 Gramm Farbe. Manchmal vielleicht auch 300, kommt auf die Größe des Kotflügels an. Oder wir haben aber hier in dem Rechner auch noch ein System, wo wir dann verschiedene Fahrzeugkomponenten anwählen können. Kotflügel, Tür, Haube und dann errechnet uns der Rechner so im Schnitt, wie viel Farbe wir dafür benötigen müssen. Dass wir auch auf keinen Fall zu viel Farbe anmischen, weil, wie wir alle wissen, ist die Farbe mittlerweile arschteuer. Ja, dann würde ich sagen, geben wir mal einfach 0,3 ein, also 300 Gramm. Oder wir geben mal 350 Gramm ein, denn wir wollen dann nochmal ein Einlackierungsvideo machen. So, haben wir die Grammzahl eingegeben, 0,35 Liter zur Waage. Achtung, enthält spezielle Mischlage. Bitte prüfen, ob wir die auch alle haben. Haben wir die auch alle? Ja, die sollten wir eigentlich haben. Haben wir die 381? Ja, wie ist da? 381 ist da. Und alles andere sollten wir auch da haben. Ja, dann legen wir los. Das heißt, wir bräuchten jetzt auch gar nicht so einen großen Lackierbecher. Wir haben ja hier unser PBS-System. Einmal einen großen Becher, 650 ml und einmal einen kleinen 400 ml. Der reicht uns vollkommen aus. Wir nehmen das hier in unsere Hülse rein und mischen das auch direkt in unseren Becher rein. So, Dosis auf der Waage. Jetzt müssen wir das Ganze wieder bestätigen. Ende. Und jetzt geht es auch schon direkt los. Das heißt, er zeigt jetzt hier Farbe für Farbe an, wie viel Gramm. Der rechnet das auf 0 runter. Das ist nicht wie eine Waage, die Plus zählt. Genau. Er zählt runter. Ich habe jetzt die Dose draufgestellt. Dann habe ich Ende gedrückt. Das heißt, das 0 das dann. Und jetzt die erste Mischfarbe. 387. Da muss ich jetzt 100,6 Gramm einbiegen. Und das ist dieser Body hier. Ja, diese Farben müssen auch übrigens regelmäßig gemischt oder durchrührt werden. Dafür haben wir auch eine wunderschöne Farbmischbank. Das heißt, wir drücken einfach dieses Knöpfchen und dann dreht dieses Gerät alle Farbdosen, die wirklich häufig gerührt werden müssen, einmal durch. Da das aber täglich der Fall ist, dass das Ding automatisch angeht, was den Fabian immer ein bisschen abnervt, ne? Ich auch. Ist das schon vorgerührt? Und somit können wir jetzt direkt anfangen zu mischen.
So, falls euch da mal ein Tropfen beim Einwiegen, falls ihr sowas selber mal machen solltet, zu viel reingeht, ist das bei der ersten Farbe noch nicht so schlimm. Da können wir nämlich dann einfach Enter drücken und er korrigiert dann die anderen Farben, die dann noch reinkommen, jeweils prozentual nach oben mit. Falls euch das zwischendrin passieren soll, also jetzt nach der dritten, vierten, fünften Mischfarbe, funktioniert das System auch. Allerdings müsst ihr dann halt die vier vorherigen Farben, die er reingekippt hat, auch nochmal alle nachschütten mit null, ne? Der jeweiligen Grammzahl. Alter, jetzt ist null. Das ist gerade eben schon null. Ender, nächste Mischfarbe, 3,46. Ja, dann mach das mal fertig, ey. Dann mache ich das mal fertig. Jetzt kannst du ja mal gucken, jetzt kommt das blaue Farbe in der Grundfarbton, blau deiner Farbe. Ja, und so weiter und so weiter. Wir sehen uns dann gleich hier, wenn ich alle Farben reingekippt habe. Keine Ahnung, ob du scharf bist oder nicht. Ja, Fabian hat gerade hier seine ersten Farbmischversuche. Nee, hast du nicht, ne? In deinem alten Job hast du bestimmt auch schon mal Farbe gemischt, oder? Nee, hab ich nie gebraucht. Hast du nie gebraucht? Weil er dann Lackierer. Was machen die Lackierer? Du bist eher der Modellbauer gewesen, ne? Früher, ja. So was Minderwertiges warst du nicht, ne? Sowas wie ich. Hä? Ich. Profi-Lackierer. Hier. Zertifikate en masse hier. Gerade passend zum Thema. Zertifikat, schnelle und sichere Farbtonfindung, Ersatz moderner Hilfsmittel, Johannes Döll. Hä? Da sagst du nichts mehr, Junge. Du hast einen richtigen Profi als Partner. Ja, der hier gerade an der Waage rumwackelt. Das stimmt, das war nicht so nice. Ja, nochmal ein kleiner Tipp, ne? Also falls der Fabian ist das nämlich eben passiert, bei einer Farbe, hat er 0,4 Gramm zu viel reingemacht. Allerdings, wenn sich das schön unterteilt, das heißt, ihr seht jetzt hier einen Riesenunterschied hier von dem Blau zu dem Weiß oder so, ne? Und habt jetzt zum Beispiel von dem Blau ganz viel Farbe drin gehabt, dann könnt ihr auch nochmal hier so ein kleines Stück Teva nehmen und das dann so minimalst in diese kleine blaue Stelle reintupfen und dann vielleicht noch diese 0,4 Gramm rausholen. Darf da natürlich absolut nichts von den anderen Farben dabei sein. Dann könnt ihr das auch nochmal so ein bisschen regulieren. Ja, das sind halt übrigens so Faktoren, ne, die halt wieder keiner sieht. Die halt auch übelst Zeit fräsen und die am Ende des Tages bei so einer Lackierung halt auch bezahlt werden müssen, um das Thema nochmal anzusprechen. Wir können übrigens auch gleich nochmal gucken, was denn der Literfarbe kostet, Fabian, von deinem wunderschönen Tiguan. So, Meister, da wollen wir mal gucken hier, ob da jetzt auch das Richtige bei rauskommt, wenn wir das jetzt hier umrühren, ne? Blau, hoffentlich. Sieht schon mal sehr blau aus. Gibt es übrigens auch Shaker, kann man auch kaufen. Da kann man quasi hier diese Behältnisse in so ein Gerät reinstellen, in diesen Shaker. Und durch Vibrationen geht das dann ganz schnell. Dann wird dann die Farbe einmal richtig durchgeshaked. Ne? Und man hat dadurch einfach gewährleistet, dass man jetzt solche Sachen hier beim Umrühren verhindert. Das heißt, hier am Rand, wie du jetzt hier sehen kannst, kann es dazu kommen, dass sich manche Farben da irgendwie absetzen. Deswegen kratze ich auch immer mit so einem Rührstab auch immer schön am Rand entlang, dass man wirklich jedes Farbpigment auch erfasst und mit umrührt und mischt. Ansonsten kann es da auch zu Farbtonungenauigkeiten kommen. Ja, das sieht gut aus, Fabian, würde ich sagen. Ist jetzt in unserem Fall bei Spießhacker so, dass der Farbton auch ziemlich ähnlich dem Farbton aussieht oder wie der Farbton aussieht, den man im Endeffekt spritzt. Bei BBG zum Beispiel ist es so, dass die Farbe, egal ob das jetzt rot, grün oder blau ist, dass die immer so leicht bläulich schimmert. Also die sieht dann nicht so aus, wie sie dann gespritzt worden ist. Bei Spießhacker ist das allerdings der Fall, dass das dann schon ungefähr so hinkommt, wie die Farbe, die wir spritzen wollen. Ja, jetzt können wir ja nochmal schnell gucken bei Details, was die Farbe am Ende des Tages jetzt den Fabian kosten wird. Herstellung, warte mal, wir haben ja hier die letzten Formeln, da können wir hier nochmal drauf gehen. Ja, wir müssen den Farbton erst anwählen, dann können wir hier auf Details gehen und dann steht dann hier drin Preis pro Liter, mein Freund, 231,84 €. Um auf die Frage zurückzukommen, warum das alles so schweineteuer ist. Das ist echt crazy. Da braucht euch nicht zu wundern, warum die heutigen Lackierungen so teuer sind. Also wie gesagt, wir haben ja jetzt für den einen Kotflügel nur 250 Gramm theoretisch angemischt. Ne? Wir haben jetzt 200 Gramm mehr gemacht, weil wir dann im Nachgang noch mehr machen wollen. Aber nehmen wir mal an, wir hätten jetzt wirklich nur diese 250 Gramm draufgeballert, was auch für einen Kotflügel, sage ich mal, ziemlich gering bemessen ist. Ne? Also wenn man wirklich sicher gehen will, dass das auch richtig schön deckt und alles, macht man lieber 300 Gramm drauf. Aber wir gehen jetzt mal von 250 Gramm aus. Das heißt, diese 231 Euro...
84 Cent, wo dann übrigens noch die Steuern draufkommen, ne? Geteilt durch 4, sind wir für den Kotflügel allein schon für den Basislack bei 57,96, also knapp bei 60 Euro plus die Steuer. Das heißt, dann kommt ja noch der Klarlack drauf, ungefähr in der, ein bisschen mehr sogar, also sind wir dann wahrscheinlich schon bei 100 Euro, was der ja kosten. Dann kommt noch Füller drauf, dann kommen noch die ganzen Schleifmaterialien drauf, dann kommt noch Finish drauf, also Papier zum Finish, zum Schleifen, Politur, Schwämme und so weiter und so fort. Also sind wir da schon wahrscheinlich bei 150 Euro Materialkosten für den Kotflügel. Für Arbeitsstunden und damit ein Unternehmen sich lohnt, muss es auch noch profitabel arbeiten. Genau. Und dann heulen manche halt schon rum, wenn du einen Kotflügel für 200 Euro lackierst, ne, oder 250, 300 dafür nimmst, ist das für die absolut unbegreiflich. Aber da bleibt am Ende des Tages wirklich nicht viel hängen. Also ich glaube, ich spreche gerade jede Lackiererei aus der Seele. Das ist wirklich geisteskrank, wie teuer mittlerweile die Materialien geworden sind. Ja, nur nochmal zum Verständnis. Das ist jetzt natürlich auch eine Hardcore-Farbe, dieses LD5K, weil diese speziellen Mischlacke in diesen kleinen Döschen, wie jetzt zum Beispiel die 381, die wir jetzt genutzt haben, deswegen sind die auch nur in so einem kleinen Döschen, weil die speziellen Mischlacke wirklich nochmal viel teurer sind. Wir können ja jetzt mal gucken, bei Fabian sein Porsche, da ist dieses 041 drauf, das kostet zum Beispiel 140 Euro der Liter. Bei dem 356er Porsche 159 Euro der Liter. Also das war jetzt schon in Hardcore-Farbe. Was haben wir hier? 137 Euro der Lana. Dann dieses Laguna Seckerblau von Fabspizza M3, 165 Euro. Ein Standard-Weiß, was wir beim Rove Moor auf dem Porsche gemacht haben, 152 Euro der Liter. Also das ist schon tricky geworden mittlerweile mit den Preisen. Ja, ansonsten soll es das gewesen sein. Wir enden dieses Video mit dieser schockierenden Preisnachricht, Freunde, würde ich sagen. Oder fällt dir noch irgendwas ein zum Thema Farbtonfindung, Farbe mischen, Fabian? Nee. Falls euch noch was einfällt, meistens fällt es mir danach immer erst ein, dann schreibt es gerne in die Kommentare, fügt noch was hinzu, was ihr gerne dazu Sinnvolles preisgeben könnt. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal beim Lackieren dieses wunderschönen Farbtons auf Fabians Kotflügel. Ciao. Also nicht auf Fabians Kotflügel, sondern auf dem Golf 1 Kotflügel, den wir vorbereitet haben. Ne? Ja, dann ciao. Bis zum nächsten Mal. Wie immer nicht vergessen, das Glöckchen zu aktivieren, zu abonnieren und eurem Nachbarn Bescheid zu sagen, dass ihr jetzt im Thema Farbtonfindung und Farbtonmischen schlauer seid. Ciao, bis zum nächsten Mal.